Ja, Milos, es gibt absolute gute News. Wir haben den Vertrag mit dem Lindy vorzeitig bis 2028 verlängert. Was hat der Ausschlag dafür gegeben? Ja, wir sind sicher absolut glücklich, dass das gelungen ist. Der Lindy hat sich sehr stark etabliert in dieser Mannschaft, hat praktisch alle Matches jetzt in der Startelf können bestreiten für den FC Zürich. Persönlich denke ich, hat er einen grossen Stellenwert in dieser Mannschaft aufgrund von seinem Zweikampfverhalten. Er ist sehr aggressiv, er hat eine unglaubliche Schnelligkeit, die sehr wichtig ist für unsere Abwehr, und grosse Sprungkraft. Das auch aufgrund von seiner Größe, er trotzdem eigentlich all Kopfballduell gewinnt, ist eine riesen Stärke auch von ihm, und er entwickelt sich super jetzt auch mit dem Ball am Fuß, kann auch Überzahl kreieren, also er wird immer kompletter. Inwiefern ist er auch wichtig als Typ für die ganze Mannschaft? Ich würde sagen, es ist ein absoluter Vorzeigeprofi. Ich bin eigentlich immer die ganze Woche da, und wenn die Mannschaft einen freien Tag hat, sehe ich immer, wer trotzdem auch am freien Tag da ist. Und der Lindy gehört absolut immer zu denen, die dann jedes Mal da ist, auch am freien Tag. Macht Zusatzschichtenleiterei, Krafttraining, schaut auf seinen Körper, also hat einen super Fitnesszustand, und eine super Mentalität, und genau so Typen brauchen wir da auch im Kader und in diesem Verein. Das sind Vorzeigeprofis, und die Jungen sollen so auch zu ihm aufschauen. Der Lindy ist nach dem Nikola Katic, dem Bledian Krasnici, dem Rodrigo Conceição und dem Šivko Kostadinović schon der fünfte, der seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat. Ist das ein klares Zeichen, dass wir in der Kaderplanung auf Kontinuität setzen wollen? Ja, auf der einen Seite muss ich sagen, als ich da hingekommen bin, haben relativ viele Spieler sehr kurzfristige Verträge noch gehabt. Also das gehört natürlich auch zu meinen Aufgaben, um irgendwo auch ein bisschen Stabilität können garantieren für den Verein. Es kann immer auch passieren, dass der Lindy auch kurzfristige Angebote bekommt, aber dann sind wir als Club auch irgendwo ein bisschen abgesichert. Natürlich, ich würde ihn sehr gerne längerfristig da binden, aber wenn er so weitermacht, muss ich kein Geheimnis daraus machen, dann werden da Angebote reinflattern. Wir haben jetzt schon im Winter auch gewisse Sachen, die wir natürlich nicht haben wollen akzeptieren. Wir finden, dass er einen grösseren Stellenwert hat für uns und dass er sich noch stark weiter wird entwickeln. Und trotzdem ist ja auch gegen aussen ein sehr positives Zeichen, dass man solche Leistungsträger langfristig an sich binden kann. Ja, absolut. Es gibt Vertrauen. Es gibt uns auch Vertrauen, dass wir die richtigen Typen binden können. Ich glaube, er kann auch Mitspieler besser machen. Und ich glaube, dass er eben als Vorzeigeprofi eine wichtige Rolle einnimmt in dieser Mannschaft. Vor allem dann auch auf die vielen jungen Spieler, die auch die Hoffnung haben, Profi können zu werden, dass sie sehen, wie ein Profi eigentlich arbeitet und wie er funktioniert. Auch aber durch seine Vielseitigkeit. Er ist extrem schnell. Er wird bei uns eigentlich, egal wie wir taktisch spielen, wird er immer können wichtig sein für die Mannschaft. Ob wir jetzt hoch spielen und an der Mittellinie stehen, dann kann er den Gegner ablaufen durch seine Schnelligkeit. Ob wir tief stehen, mal im Low-Block, gewinnt er alle Kopfballduell. Also ich glaube, das ist eine richtige Waffe für uns auch in der Abwehr. Lindy, Gratulation zum neuen Vertrag. Was sind Beweggründe, dass du bis 2028 verlängert hast? Ja, also zuerst mal danke. Speziell die neue Führung hat mich von einem neuen Projekt überzogen, und ich glaube, gemeinsam den Weg weiterzugehen, wird ausschlaggebend sein für die nächsten Jahre. Was sind mittelfristig deine Ziele jetzt mit dem FCZ? Ja, zusammen als Team, wir haben eine gute Mannschaft, und ich glaube, das wiederum wird zusammen zum Erfolg führen. Du bist schon lange beim FCZ, bist mit 13 zum Stadtclub gekommen. Was sind die schönsten Momente gewesen, die tollsten Erinnerungen, die du hast? Ja, also vor allem als Zürich-Bub ist der FCZ alles für mich. Und ich glaube, der Werdegang war sehr speziell gewesen. Wir haben, ich vor allem mein Jahrgang, konnte eigene einzelne Erfolge können feiern. Vor allem der Nike Cup ist mir geblieben. Die Meisterschaft mit 98, 99 Jahren im 2017, glaube ich, in der 8. ist natürlich brutal gewesen im Campus vom GCZ. Und und natürlich dann der Meistertitel im 22. Natürlich, das ist brutal gewesen. Kannst du vielleicht noch zwei, drei Worte sagen, was dir der FCZ ganz generell bedeutet?
Es ist das Herz von dieser Stadt. Für die Fans geht man automatisch auf den Platz. Es gibt uns mega viel Power. Ja, ich liebe es, da zu sein.